Willkommen zurück bei Thermal Gaming und wir steigen auch gleich ein in das nächste Spiel gegen den VfB Lübeck. Es ist ein Ligaspiel und lasse ich heute mal die zweite Mannschaft spielen. Die erste Mannschaft hat ja beim letzten Mal haushoch gewonnen mit 5:0 und da haben die sich jetzt eine Pause verdient. Jetzt darf mal die zweite Mannschaft ran. Hello everyone, the weather forecaster has promised So, us a very spielen wir pleasant vor. day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and with me in the commentary position is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And very excited to bring you live action from the Dritte Liga coming right up. What a match this promises to be, Lee. Yeah, thanks Derek. Looking forward to a bright, lively start in this one. Quick tempo. Das hat schon mal gut funktioniert. In the first Nein, two das war zu kurz. They could get the upper hand in this one. Ach, das war viel zu kurz. Okay, wir haben Ball. Da schießt auch. Wo hat der denn hingezielt? Er kann es selber nicht fassen. Der kann es selber nicht fassen. Toll, Ball verloren. Rida, beweg dich doch. Oh, das gibt's doch mal. So früh im Rückstand. Der Rida hat sich aber auch nicht bewegt. Das ist der rechte Verteidiger. Hat sich nicht bewegt. Der linke Verteidiger. So. I'll be asking serious questions about my centre-backs. Shocking, really. 1-0 then. So, der Erdeltaler. What can they do to stop him running at them? Da geht auch keiner vor. Schaut euch das mal an. Wo sind die Stürmer? That's not a bad ball. Oh, der versucht zu wollen. Schön mit der Brust angenommen. Being pressed and pressed high. Moving into the advanced position. Good effort here. Ooh. Well, that wasn't a million miles away. No, it was close. Da wollte er einen Fernschuss machen. Effort. They'll keep plugging Aber away, das I'm ging sure. Ja, doch schon deutlich vorbei. Malone. Well, he could really get at the opposition. Disappointing pass. Beautifully weighted ball. Oh nein! Der hätte drin sein müssen. Well, they can keep possession of it now. Oh Mann, ey. And they'll get ready da hatten for the wir eine gute Chance. Okay, Leute, wir müssen den Druck hochhalten. Spalvis. Gut. Let's fly here. So far away. It didn't war knapp, to be aber the high percentage option. Close though. Well, he surprised everybody including me. Long range effort and it wasn't too ja, far. Da wäre der Torwart noch locker rangekommen. As you can see, the visitors haven't had too much of the ball, but to their credit, they've been absolutely blistering on the counter-attack. They just sit back, hit you on the break, and it's really working for this team. It is to be a throw-in. Habe ich ausgespielt. Ja, da wollte ich ihn vorschicken, hab nur drauf. Hat nicht richtig aufgepasst.
Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. And good use of advantage. The referee oh nein, allowing play nein. to continue. Doch, ja, doch, doch, doch. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. And he takes on the shot. Das war wieder nichts. For the goalkeeper, for any keeper. Das ist so Holzhammer Angriff. Might be able to get in, but he's got to have a go here. Oh fuck. Ah, jetzt hat es ja doch geklappt mit dem Fernschuss. Well, just look at this. The was keeper wasn't expecting it. Certainly wasn't. He was flat-footed and it's gone in. What a strike, though. Wunderschönes Tor. Ja, was? Erdeltaler. Er kann es ja doch. Hat sich der Kauf ja doch gelohnt. Die Verpflichtung. Even Steven won a piece in this match. Wirklich ein sehr schönes Tor gewesen. This looks promising. And a tidy tackle. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. And with that, the first half draws to a close. Okay, okay. Also, I think most fans Gleichstand haben wir nochmal geschafft. With this man's display so far. Mal gucken, wie es in der zweiten Hälfte weitergehen wird. Schauen wir mal, muss ich hier was ändern? Ich denke nicht. Also der Rieder, er ist ja eigentlich auch Innenverteidiger. Er ist nicht an der richtigen Position, aber er bekommt auch keinen Malus. Wir haben halt auch, wir haben zwar ein paar Spieler, die Rechtsverteidiger sein können. Nee, nee, da würde er dann auch umholen. Ja gut, also der Rieder ist ja eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, ZDM. Der Winkler wird auch nicht gehen. Ich brauche der Luschek ist der einzige, der wirklich links verteidigen kann, ohne dass es da Probleme gibt. Wir haben hier einen Rechtsverteidiger. Wir haben einen Rechtsverteidiger, einen Linksverteidiger. Der kann halt beides, der Herrscher. Der kann zur Not auch rüberwechseln. Na okay, ja, spielen wir erstmal noch so weiter. Zweite Halbzeit. Mal schauen, ob wir das Spiel noch drehen können oder ob es eine Vollkatastrophe wird. Oh, das war ein schlechter Pass vom Gegner. Individual brilliance. And scope for them to produce something exciting. Oh, good strike. Ooh. And off the crossbar with that. Das wäre auch ein schönes Tor geworden. Well, it's a decent effort. Sometimes you're taught by coaches. Auch wieder ein Fernschuss. Over the goalkeeper that time just hits the crossbar. Das war knapp. Well, he's disappointed with the fact they haven't taken the lead, but he'd be pleased with the way they're playing. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Okay, die wechseln aus. Unsere Spieler sind eigentlich noch frisch. Barcelona have been very busy on the transfer front. The contract situation ironed out, and he could be available very soonly.
Well, Derek, I've heard the fees around £75 million. That's the type of money you have to pay for quality these days. The market's gone a little bit mad. Are you wasting your money? I'd say not. Top da player. Wird doch gepfiffen. A foul it most certainly was. Free kick given. Gehen die schnell? Nein. Okay. And fired from the flank into the area. Just had to keep was his concentration to the Kopfball. Maximum. And he did. Wie machen die das? Boah, da wäre richtig rangegangen. Da hat der Torwart gut reagiert. Der wäre rangegangen. And firing it into the area. It might be on for them. And there's the feed into the box. Oh, nein. Da machen sie wirklich noch das 2:1. Die Wiederholung möchte ich mir anschauen. Das war auch so ein bisschen. Aha, hat das Volley genommen. Ja. Naja, gut, ist Pech. Pech, Pech, Pech. Das können wir noch kriegen. Ja. Oh. Ich stelle mich aber auch an. Careless in possession. So, Sasa. Sasa stürmt. Was? Ah, jetzt hat der Pass schon wieder nicht funktioniert. Can they take advantage? An attack full of promise. Oh. Deflected behind. Jetzt geht's wieder corner forthcoming. Du meine Güte. Ey, wir müssen noch den Ausgleich schaffen. Played into the center of the box. Clattered away. Looks promising this, and a goal kick is the outcome. Okay, gut. Also, jetzt schauen wir mal, dass wir den Ball vorne bekommen. We're now inside the final 20 minutes of the game. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Oh, in with a chance! The net is staring him in the face! A goal! Na, also hat er geklappt. A back and forth type of game. Ausgleich! Das war aber ein schneller Konter. Well, here it is again. The through ball is perfectly timed. It causes havoc. And then a 2v1. Both of them teasing the goalkeeper. That really is a lovely worked goal. Okay, also, ein bisschen Zeit haben wir noch. And level again here. Vielleicht können wir noch ein drittes Tor schießen. Dann doch noch den Sieg nach Hause tragen. Wir sind hier schließlich auch in der. Wir sind hier Gastgeber. Good looking sequence. Aha, aha, aha. Okay, da hat er zu viel gewollt. Da habe ich zu viel gewollt. Well, you dream of 1v1s as players. He's had one and he squandered it big time. Well, just narrowly over the crossbar. Good hit though. Schon recht knapp. Well, Derek, the stats don't lie. It's a very, very entertaining game. Very close as well. Somebody's gonna win it, or are they? They might be able to get in now. Was sind jetzt schon wieder? Oh, ernsthaft. Ey, wenn die jetzt wieder ein Tor machen, dann krieg ich die Krise. And he did well to cut it out. Oh, das war ein Foul. And foul it is then. Good, sir. Well, they're certainly thinking about a winner. Can they forge ahead? Und dann macht das. And that could be oh so important. Erdeltaler macht den Siegtreffer.
the goal again, and it's a great ball to put him through. And then through on goal, you never really had any doubt he was going to slot that away. Good finish. Also ich würde sagen, den Sieg kann man uns jetzt nicht mehr nehmen. In the dying embers. Will it prove decisive here? Jo, Alarm. Oh, wollte er gleich einen Torschuss machen. Hood. And 3 minutes of stoppage time to be added on. Well, they've lost possession of the ball. They're showing a willingness to attack, as they must, given the circumstances. Time running out. And he takes on the shot. And there it is, the final whistle, and the fans are leaving the stadium with smiles on their faces, Lee. Puh. Yeah, well, it could really have gone either way. It was so competitive for much of the game. So, schauen wir uns nochmal die schönsten Tore an. He's going to have a go here. Oh, that is a goal from long range. He won. Oh, good strike. Off the crossbar with that effort, rather unfortunate. Well, it's a decent Boing. Effort. Sometimes you're taught by coach. Just had to keep his concentration to the maximum. Good, that's on the highlights. So, interview machen wir auch noch. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Götze konnte als Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Ja, naja, also, so schlecht war er jetzt auch wieder nicht. Er kann mehr, dann und ist nie leicht, ja. Edeltal hat heute 2 Tore gemacht und einen Sieg geholt. Also, er hat wirklich herausragende Leistung gezeigt. Genau, wir haben bisher nicht verloren. Wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren. Gehen Sie davon aus, dass die Serie weitergeht. Wir haben es drauf, wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Ja. Irgendwann reißt diese Serie auch wieder. Wir sollten uns also nicht so sehr auf diese Serie fixieren. Danke für dieses Gespräch. Aber immerhin, noch sind wir unbesiegt. Wenn auch knapp. So, und damit ist auch schon wieder die Episode vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.